Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders auf Icarus hier bei Explorer LP. Atreo, Level 23 mittlerweile. Wir haben echt Gas gegeben in der Aufnahmesession. Mit dabei der Dark. Und wir geben alle Queste ab. Wir sind wieder in den Hochländern von Arcanas. Und, Kurz vorm Friedhof. kurz vom Friedhof. Alter, geh mal weg mit deinem Drachen hier. Mit Friseur. Okay. So geht's auch. Also weiter so geht, wenn wir heute noch die 25. Ja, vielleicht auch nicht. 24 auf jeden Fall. Ja, 24 auf jeden Fall, das hier. Was ist das schon? Ne, wir haben noch eine Quest zum Abgeben. Was? Und der. Muss ich da am Friedhof was abgeben? Ah, ne, das andere war Clemens. Die konnten wir ja nicht abgeben, ja. Here to fight the good fight, are you? Ich kann sie benutzen, um der Kabinenbruderschaft einen Schlag zu versetzen. Gut gemacht. Energietrank. Camilan, der Blutpriester, versucht den dunklen Herrscher von Exaran wiederzubeleben. Er hält sein abscheuliches Ritual in den Katakomben ab. Wenn es ihm gelingt, König Hadakan, oh, was für ein Name, von den Toten zurückzuholen, wird die ganze Welt in Gefahr sein. Tut was immer was nötig ist, um seine teuflischen Absichten zu durchkreuzen. Und dann schon Quest? Varus erzählte mir, es gäbe Skelettritter, die sich in den Tiefen der Katakomben des Friedhofs herumtreiben. Ich weiß nicht, warum die Krieger von Exaran auferstanden sind, aber sie müssen aufgehalten werden. Zwei Queste nur? Ne, mehr. Ah, da hinten. Okay. So, Lyrik kann auch mal raus hier. Wir müssen die Kackspinne leveln. Ja, ihr werdet jetzt sagen, ey, Explorer, wenn du keine Spinnen magst, wieso zähmst du hier eine? Warum läufst du jetzt damit rum? Ja, ganz einfach. Und zwar müssen wir, ich zeig's dir da draußen nochmal. Talente, ne? Hier, kommt ja mit 25 das nächste Talent. Dafür brauchen wir Talentkraft. Dafür müssen wir ein Tier in den Seelenstein packen und den dann da einfügen und dann kriegen wir Talentkraft. Und laut Guides im Internet, der Dark hat sich dafür uns schlau gemacht, ist diese Spinne vom Friedhof wohl das beste Pet, um Energiekraft aufzutanken, Talentkraft, wie auch immer. Zumindest das Beste, Einfache, also was man kriegen kann, wo man nicht noch großartig Gold investieren muss, das meine ich. Ja. Du kannst auch den Lyrik nehmen, der bringt dir direkt 120 oder sowas. Nee, den behalte ich. Den will ich nur aus stylischen Gründen. So. Das ist falsch, so falsch. Die Toten, sie steigen aus ihren Gräbern. Der Gestank ihrer verrotteten Glieder ist Gift für die Lebenden. Wenn niemand sie zurück in die Gräber schickt, sind wir alle verflucht. Damit meine ich natürlich euch. Ja, gut. Von den Toten auferstanden. Ich kümmere mich schon seit über 10 Jahren um diesen Friedhof, aber ich habe noch nie zuvor einen Leichnam gesehen, der aufsteht und sich alleine bewegt. Ihr müsst mir helfen. Gut, dann müssen wir aber fliegen. Mit unserem Charlie. Meinem absoluten favorisierten Tier bis jetzt, Flugtier. Es sei denn, wir holen uns noch, wie hieß er? Shaikun? Nee. Aikun? Hm? Der andere Geier. Evolve, oder was meinst du jetzt? Ja, irgendwie sowas. Oh, dann müssen wir da. Alpha-Wand? Why? So dürfen wir hier nicht fliegen. Was soll denn das? Kann ich den Weg lang fliegen? Okay, Spiel, wenn's denn sein muss. Ist der Dark. Wer ist der Untote? Darky Boy, bist du? Hier bin ich. Meiner Kampfspinne. Was? Seh dich nicht. Wo du ja rein theoretisch nie mehr sein solltest. An welchem Kanal bist du? Ich seh dich. Okay. Da. Nee, bist du da? Nee. Ich sehe dich immer noch. Du bist auch nicht Gitter, aber ich sehe dich. Achso, der hat mir nur Ritter des Reichs angezeigt. Der Name hat er mir nicht angezeigt. Okay. Ja, wollen wir die Spinne ein bisschen leveln.
neue Lieblingsbeschäftigung von Dark. Pullona Mobs, töte sie. Funktioniert aber auch super. Das spricht ja nichts dagegen. Was ist das hier, eine verweste Untote? Ich werde mich dann mal ein bisschen mit Looten beschäftigen. Müssen wir die töten? Wir haben zwar alle einen gelben Pfeil, aber irgendwie zählt er das nicht. Doch, 15. Ja. So, die Quest wäre fertig. Was ist mit den Särgen hier? Die kann man auch. Die sind gelb, ne? Die Särge gelb, muss man sagen. Ich weiß es nicht. Ich gehe weg, bevor gleich ein neuer Respawn kommt. Ja, wird schon mal okay. So, ich brauche jetzt noch 5 Schamanen, 5 Wächter und 2 Verwesende. Ja, ich glaube, da sind wir hier, weil da hinten blinkt irgendwas. Da hinten blinkt was, da kriege ich jetzt hin. Hier ist ein Verwester. 2 Verweste. Ich habe wirklich alles gepult, was hier ist. Wow. Hier, ich hab einen. Okay. Ich hab's gerade direkt zerrissen. Was hat's? Ich hab's gerade direkt zerrissen. Ah. Das war jetzt eingeschickt. Oh. Nein. Fuck you. Sehe ich aus, als wenn ich hier Elun zu viel habe, oder was? Alter. So, können wir denn bitte noch looten? Brauchen Geld, Gold und hast du nicht gesehen. So, was fehlt dem Spiel denn noch? Besiege verweste Untote 7, Schamanen 5. Hier unten dümpelt irgendwas rum. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Nein. Okay, die Schamanen sind hart. Was? Sag, die Schamanen sind hart. Dark sagt, die Schamanen sind hart. Kannst du nicht sagen, ich bin noch ein bisschen weiter weg hier. Das war noch einer hier.
Scheiße, ich will nicht wieder sterben. Nein, wir haben hier respawned. Ich sterbe. Okay, ich lebe. Nur ganz knapp, ey. Die anderen Heiltränke in die letzte Pack. Das geht so. Oh. Mit dem Drecksviech. So, die Lüfte hier. Was haben wir denn hier? 10, nehmen wir die erstmal. Nee, bringt die uns in der Liste hier gar nichts. Kann ich hier Kisten erlösen? Kann ich nicht. Okay. Oh, ich bin ja schon weg. So, Ducky, wo bist du denn? Schamane? Mhm. Boah. Kann man hier aus der Luft ein bisschen reißen, oder geht das nicht? Edler Geist. Oha. Ich glaube, ich muss mal irgendwie hier so eine Stelle, wo wir landen können. Sieht so aus, ne? We need a little bit Heilung. Hier sieht's gut aus. So. Das ist jetzt der Level 5, der muss raus. Nee. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Stufe 10 Elite Gesundheitselixier, Stufe 10 normal. 10 normal. Ja, mal ein bisschen. Ein toter Schamane brauchen wir nicht. Ping. Was ist denn du? Aber hier oben noch erstmal was erledigen. Und zwar brauche ich 2 verweste Untote noch. In dem Gewusel hier. Da ist einer. Kann man den so schießen? Können wir. So, dann fehlt uns noch einer. Digga. Da ist er. So, Quest fertig. Jetzt müssen wir zum Dark. Musst du was? Ja. Also mein schlaues Questlog sagt ja. Also die wissen, dass sie mit Nahkampfattacken oder mit den Fernkampfattacken wegkriegen. Die Kiste direkt auf seiner Seite landet, weißt du? Alter. So, was brauchen wir hier unten denn noch? Die Wachenritter. Okay. Und? Absoluten.
Okay, den da hinten wird schwer. Okay, nehmen wir den. Bring dir was mit. Hinterher. So. Hat uns schon alle Truhen blutet. Haben wir jetzt eigentlich was? Sprich, ne, besiege Priesterin Camilla. Jute Camilla. Hier unten in den Katakomben. Links und rechts. Camilla angreifen. Nice. Freddy vor Freddy. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir Gemetzel hier die ganze Zeit? Komm gar nicht zum Reden. Dann ab dafür. Das war bald 24. Ja, mir nach auf jeden Fall. Ja, du hast ja so ein bisschen mehr XP als ich. Warum auch immer? Knapp 30% mehr. Warum auch immer? Keine Ahnung. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das ist das Einzige, was mich nervt. Was denn? Alpha-Wand. Dass du einfach nicht oben drüber fliegen kannst. Dass du halt den Weg entlang fliegen musst, das ist total bescheuert gemacht. Ganz ernsthaft. Ja, wie gesagt, wir sind noch in einer Beta, muss man sich immer vor Augen halten. Trotzdem. Kann sich alles noch ändern. Usha, der dröhnende Wald. Was macht er? Er dröhnt. Streuner Hochländer Fakanos, 50 Quests in den Hochländern von Fakanos abgeschlossen. Haben wir wieder ein paar Ilune. So, und die Hauptquest. Todesmagier abschließen. Kriegen wir einen Helm, den wir nicht brauchen? Ja. Einen Helm, den man anziehen kann. Nördlich von hier liegt eine Bergbausiedlung, in der Saland einst lebte, ein abgeschiedener Ort ohne größere Bedeutung. Doch dort war es, dass Saland von seiner Abstammung erfuhr. Der Ort muss noch immer eine starke Bedeutung für ihn haben. Er hat einen Trupp Yetis dorthin geschickt.
um den Ort einzunehmen. Einer von Crows Jungs, Celot, sollte schon dort sein. Ich denke, ihr solltet ihm bei der Forschung der Lage zu Hilfe sein. Was kriegen wir dafür? Schriftrolle des kalten Widerstandes. Ja, es ist für die Ruinen von Matrin. Jetzt werden wir in die nächste Instanz geführt. Jo. So, wo geht's denn lang? Da geht's lang. Ja, warte, können wir was verkaufen? Warte. Ja, Inventar ist voll. Wo ist hier der Händler? Oha. Level 24 Rabinis. Jetzt gibt's hier auch. Labim, Labam, Labinis. Einer Laden. Verkaufen. Ja, Charlie, du musst dich wieder ausruhen. Ich habe keine Energie mehr. Du hast keine Energie mehr. Dann, Lucanus. Ruckel, ruckel. Elite-Jedi-Kommandant, genau. Elite-Jedi-Kommandant. Skierte Räuber. Rusko, was hast du denn für eine Quest? Kaninchenräuber. Besiege maskierte Räuber, Rabini. Wegelager der Rabini haben Leute auf den Straßen Neumatron ausgetraubt. Tötet sie. Ich weiß, das ist eine leichte Aufgabe für jemand wie euch, aber jeder muss einfach beisteuern, auch wenn das ein wenig einfache Schädlingsbekämpfung bedeutet. Die Rabini haben die Angewohnheit, Gegenstände zu sammeln, die ihnen nicht gehören. Wir können sie nicht in der Situation ausnutzen lassen, nicht wahr? Holt die gestohlenen Gegenstände zurück. Okay. Hast du die Question auch schon angenommen? Ich habe alles angenommen, was ich auf dem Weg gefunden habe, ja. Und ich soll jetzt trotzdem zu dir hochkommen? Ja. Ja. Frostspinne. Sehr, sehr weg hier. Kann auch 10. Ja, kannst du. Mach, was du willst. Mach, was du willst, Kollege. Ich hab schon einen Begleiter. Ja, Ruinen von Matrin. Ist auch ein Dungeon, ne? Ja, es ist ein Dungeon. Wo bist denn du? Bist du da? Im Eingang zum Dungeon. Warte, hier ist auch eine Quest. So eine Quest, ne? Hm? Was ist da los? Was ist denn der? Ist ja gar kein Eingang. Oder muss ich noch eins höher? Lass dich überraschen. Blick mal höher. Hier sind Yetis auf dem Weg. Ach, da ist es. Wo ist der Questgeber? Jetzt ist der hinter mir. Hä? Da ist er doch ein Wald vor mir. Nein, hinter dir ist noch einer Einzelner, der irgendwo versteckt da sitzt. Ja, deswegen. Zwischen den ganzen Mobs. Wo denn? Ich gehe quasi direkt auf ihn zu, aber... Oh, könnt ihr nicht ein bisschen Ansatz... Ah, ich sehe was. Hier. Minimum Stufe 24, empfohlen Stufe 25. Für die Geschichte. Come to make a sale, have you? You maximal zwei Leute. Okay, wir schließen die Quest jetzt erstmal ab. Die Befreiung von Matrin, besiege Chef Santin. Die Hauptstadt hat endlich Befehle erteilt, um Matrin zu befreien. Das war längst überfällig. Wenn ihr mich fragt, selbst wenn die Stadt niemals wieder aufgebaut wird, stellen sie Yeti als eine Bedrohung für die gesamte Hochländer dar. Einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, ihr Anführer von oben oder nach unten zu vernichten. Ich möchte, dass ihr da reingeht und euch darum kümmert. Wir werden hier draußen Unterstützung leisten. Verlasst euch drauf. Das hören wir irgendwie immer öfters.
Zeppelo, der Anführer der Kabinenbruderschaft, wurde nahe Matran gesichtet. Ich weiß nicht genau, welche dunklen Machenschaften ihn hierher bringen, aber dies ist eine Chance, den Kabimisten einen Schlag zu verpassen, von dem sie sich nie erholen werden. Zu viele Yetis. Matran hat nur eine geringe strategische Bedeutung, aber für Saland ist der Ort wichtig. Er erinnert sich an sein Leben dort, als er noch Mensch war. Anders kann ich mir die vielen Wachen und Yetis nicht erklären. Wir müssen seine Truppen beseitigen, um in die Minen zu kommen. Die Kabinenbruderschaft lässt die Toten auferstehen, um eine Armee gefrorener Soldaten aufzustellen. Das sind da unnatürliche böse Geschöpfe mit verdorbenen Herzen. Das Arcanum könnte die mit Magie gefüllten Herzen gut gebrauchen, um gegen Saland zu kämpfen. Geht los und holt mir ein paar davon. Kleine Zwangsorganspende sozusagen. Ich wuchs hier auf, mein Vater arbeitete in den Minen. Diese wurde von stinkenden Yetis überrannt. Ich würde sie eigenhändig töten, doch ich darf meinen Posten nicht verlassen. Mein enger Freund Radus ging hinein und versuchte, die Yetis zu bändigen. Aber ich glaube nicht, dass er Erfolg hatte. Würde es euch etwas ausmachen, ihm den Rücken zu stärken? So. Den Vogel will ich noch haben. Den hier. Aber egal. Wo bist denn du jetzt? Ich warte in hier am Eingang auf dich. Achso. Okay, wir sind aber schon bei 26 Minuten. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann das Solo-Dungeon in Angriff nehmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch das Spiel wieder ein Stückchen näher bringen, schmackhaft machen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Muss man sagen. Und denkt dran, es ist ein Open Beta, es ist ein Bugs da, es kann alles passieren und hast du nicht gesehen und so weiter. Dir da draußen wünschen wir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao. Tschüss.